Guten Abend, liebe Opernfreunde. Ja, Salzburger Festspiele. Wir kommen gerade aus Boguslav Martinus, The Greek Passion. Seine 14. Oper. Also ich muss sagen, für mich war das, was die szenisch aufgeführten Opern dieser Saison betrifft, der absolute Höhepunkt mit großem Abstand zum nächsten Stück. Was natürlich Christoph Lois, Orpheus und Eurydice war, was aber mit der Bartoli, was aber natürlich übernommen wurde aus den Pfingstfestspielen. Diese Produktion heute von Simon Stone war an Spannung nicht zu übertreffen. Er wählte sich natürlich aus das Stück der unangenehmen und in Europa unbeliebten Flüchtlinge, Flüchtlingsbewegungen aus Afrika und arabischen Ländern, was dann im zweiten Akt auch darauf gipfelte, dass hinten auf der Wand aufgemalt wurde, Refugees out. In der Felsenreitschule, wo man normalerweise die wunderbaren Galerien mit einbeziehen könnte, hat er auf Wert gelegt auf eine vollkommen neutrale, graue Ästhetik. Sowohl der Boden wie auch die hinteren Wände waren abgedeckt, also die Galerie war abgedeckt, vor allem mit einer grauen Wand. Und so hat sich diese ganze Produktion konzentriert auf die Problematik der Flüchtlingsbewegung und des sozusagen als Angriff empfundenen Heraufmarsches der Griechen, die durch die Türken vertrieben wurden in das Dorf von Grigoris. Es ging zeitweise unter die Haut, wie hier die einzelnen Charaktere herausgearbeitet wurden, obwohl ich muss sagen, natürlich einige Elemente des Stücks, die auch sehr spannend sein können, wie die Kreuzigung von Manolius am Ende, natürlich vollkommen verloren gegangen sind. Ich habe das Stück bereits in Ekaterinburg gesehen, in Westsibirien, von Thaddäus Strassberger, der diese Kreuzigung tatsächlich gezeigt hat. Und auch noch einmal in Brünn, das auch eine sehr interessante szenische Produktion darstellte. Dies hier war eine sehr neutrale, sehr spartanische Form der Interpretation, aber gleichwohl unglaublich intensiv. Das Publikum war betroffen, der Applaus natürlich demnach nicht so verrückt wie sonst, aber sehr getragen. Also ich muss sagen, auch sängerisch war alles beim Besten. Gabor Betz war der Priester Grigoris, unglaublich hart in der Durchsetzung seiner Interessen nachher, wie er merkt, dass die anderen, dass die Flüchtlinge hier einen Angriff darstellen, eine Gefährdung seiner eigenen Macht und auch der Bedeutung seines Volkes, wo natürlich alle guten Vorsätze vom Gottesglauben dann über Bord geworfen werden. Manolius war Sebastian Kohlhepp, sehr guter Tenor, und die beiden Frauen waren Spitze Sarah Jakubiak als Katharina und Christina Gansch als Lenio. Die beiden, auch, das war auch gut, die Spannung, die Manolius zwischen diesen beiden Frauen hatte, auch als zu Beginn eben als Liebender der Lenio, aber dann später schon von der Idee Christus sein beseelt, dass er dann Katharina Magdalena, also als Teufel charakterisiert, aber auch sich zu ihr hingezogen fühlt. Das war eine sehr interessante Nebenkomponente im Stück, die Simon Stone sehr gut herausgearbeitet hat. Und dann Charles Workman als Janakos, Judas, Julian Herbert Panais, der eigentlich erst die Judas-Rolle ablehnt, wütend das Skript auf den Boden wirft und am Ende wird er zum Judas, indem er Manolius die Gurgel durchschneidet. Und der Manolius verblutet am Ende bis zum Schluss mit einer riesigen Blutlache. Also noch brutaler konnte man das Finale nicht zeigen. Und die beiden Frauen am Ende sind bei ihm und singen die letzten Verse. Also musikalisch war es auch sehr gut. Die Wiener Philharmoniker wurden dirigiert von Maxime Pascal, der großen Applaus bekam. So viel für heute und einen guten Abend wünscht Ihnen Ihr Klaus Bilandt.